Wir haben Marchegger Bürgermeister da und ja, Marcheg, auf das kommt ja einiges jetzt zu in den nächsten Monaten. Ja, sehr richtig. Wir freuen uns sehr auf die Landesausstellung 2022. Die Vorarbeiten laufen. Wir machen gerade Befundungen im Bereich des Schlosses. Und wir haben jetzt eine ganz neue Ausstellung, Auf die Schätze fertig los, die im Mai gestartet ist. Und da hoffen wir auch auf sehr viele Besucher. Es wird ja nicht nur Marchegg, glaube ich, von dieser Ausstellung profitieren. Ich glaube, die ganze Region profitiert davon. Ne? Das ist jetzt das ganz Wichtige. Die Landesausstellungen heutzutage werden ganz anders aufgebaut. Früher hat man einfach eine Ausstellung irgendwo auf einem Standort gemacht. Heute schaut man, dass die ganze Region davon profitiert. Unser Zugang ist, dass wir bis 2030 einen Masterplan haben, um das Marchfeld zu entwickeln. Und der Tour dafür ist die Landesausstellung 2022. Ja, und wir freuen uns ja schon, wenn das Schloss im Marchegg endlich einmal schön renoviert ist und herausgeputzt ist, weil es ist ja wirklich ein Schmuckstück eigentlich. Ne? Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist schon seit 1978, da war die letzte Landesausstellung in Marchegg. Das war die Ausstellung Jagd einst und jetzt. Und seit dieser Zeit ist das Schloss nicht mehr renoviert worden. Und wir freuen uns sehr darauf. Wir Marchegger können schon nicht mehr erwarten. Sag ich schon danke. Danke auch. Ja, und wir haben wieder einen Bürgermeister gefunden, und zwar aus Deutsch-Wagram. Ist klar, dass man zum Marchfeldtag herkommen muss. Ja, selbstverständlich. Wir sind ja ein Tor zum Marchfeld, wenn man von Wien rausfährt an der B8. Große Gemeinde, einige Wagramer Betriebe sind da vertreten und natürlich ist man da mit dabei. Das Marchfeld muss sich entsprechend präsentieren, muss Einigkeit zeigen, sich gegenseitig unterstützen und wir haben ja Wetterglück, denn die letzten drei Wochen war man nicht viel Sonne gesehen und heute der erste schöne Tag seit langem, also man hat wirklich Freude da wieder ins Freie zu gehen und daher passt alles super. Und jeder ist ein bisschen entspannt, weil es ja entsprechend geregnet hat und heute traumhaftes Wetter ist. Und daher sehen wir einem gelungenen Marchfeldtag mit Freude entgegen. Es tut sehr, sehr, sehr viel, aber es kommt ja noch mehr. Und daher schön, dass so viele da sind und eine wunderbare Veranstaltung. Es kommt ja doch einiges jetzt aufs Marchfeld zu, weil mit der Landesausstellung im Marchegg wird ja das zusätzlich noch einmal ins Rampenlicht gestellt. Ja, natürlich, mit der Landesausstellung wird das Marchfeld noch bekannter, als es ohnehin schon ist, als Kornkammer und Gemüsegarten Österreichs. Und die Verkehrsentlastung mit dem Bescheid für die S8 rückt auch näher, auch wenn da noch einige Verfahrensschritte zu nehmen sind. Aber da gibt es in vielfacher Hinsicht eine große Aufwertung und eine weitere Verbesserung der Verkehrsentlastung. Und ich sehe da einer qualitätsvollen und positiven Entwicklung eigentlich sehr positiv entgegen. Dann feiern wir heute da das Marchfeld und morgen der Deutsch-Wagram in Spargel. Ja, so ist es. Wir haben auch Wetterglück. Morgen, übermorgen ist Spargelfest in Deutsch-Wagram. Ich mache an dieser Stelle eine herzliche Einladung in unser Festgelände in der Bockfischerstraße und das wird sicher auch ein tolles Fest. Sag ich schon, danke. Ja. Wir kennen es am Schuhhöfen beim Ausschlag. Auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Höfe. Ich weiß nicht, wie oft das zählt wird. Oder es geht am Überraschen. Dass dann sagt, ho, und ich habe einen Schlag. Sagen, wie wir da. Wir machen 3, 2, 1 los. Geht das auch? Bei los hast du das erste Mal hin, okay? Aufteilen. Also meine Damen und Herren, bitte zählt es mit. 3, 2, 1, los! Ich glaube, unsanft ist, oder? Bravo, Applaus! Du hast gesagt, da ist ein Bier drin, das ist ja nur Schaum.
Naja, der Schaum ist die Krone vom Bier sozusagen. Ne? Das heißt, wie schnell müssen wir das austrinken? Wann wird das warm? Ja, eine halbe Stunde geht schon. Eine halbe Stunde bitte, halt sich an. Okay. Ja, ich bin Bürgermeister von Straßhof da am Machfeldtag. Ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass sich das Machfeld da in Wien präsentiert. Natürlich ist es eine wichtige Sache. Es ist ja heuer bereits das dritte Mal, dass wir uns hier als Region, die 23 Gemeinden, präsentieren, weil wir eigentlich vor den Toren der Hauptstadt sind oder die Hauptstadt vor den Toren des Machfeldes ist. Und ich glaube, für die gesamte Region und für die Betriebe ist es wichtig, hier den Leuten in Wien zu zeigen, was bietet das Machfeld alles. Ja, und Straßhof hat ja auch einiges zu bieten, nicht nur das Eisenbahnmuseum. Straßhof hat einerseits das Eisenbahnmuseum natürlich, allerdings auch eine traditionelle Bäckerei, die im heurigen Jahr ihr 110-jähriges Bestandsjubiläum feiert, die ich heute am Abend bei einer Firmenehrung auch noch auszeichnen darf für 110 Jahre Betrieb in der Gemeinde Straßhof. Und der ist natürlich auch weit über die Gemeindengrenzen bekannt. Und ich glaube, von dieser Landesausstellung wird wahrscheinlich die ganze Region profitieren, schätze ich mal. Ne? Natürlich, ja. Hauptstandort ist Macheck, das ist fix beschlossen. Es gibt Nebenstandorte, wobei auch Straßhof hier mit dem Eisenbahnmuseum vorkommt. Aber natürlich für die Infrastruktur und für die ganze Region würde das oder wird das durchaus einen Aufschwung bedeuten. Sehr schön, danke. Danke. So, jetzt habe ich den Bürgermeister von Aderglatt da. Ja. Ja, ist ja auch eine typische Machfeld-Gemeinde und passt natürlich da zu diesem Machfeld-Fest perfekt. Ja, uns freut es, dass wir da uns repräsentieren können. Natürlich, dass man fällt mit allen Größen, Landwirtschaft und natürlich Schlösser, dass man das da hier in Wien vorstellen darf, ist natürlich super. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie schön das Machfeld eigentlich ist. Ne? Genau, das ist eben der Sinn, dass man das da vorstellt in Wien. Und natürlich erwarten wir uns oder hoffen wir natürlich, dass auch viele Gäste dann kommen und auch natürlich im Hinblick auf die Landesausstellung 2022. Kann man aber vorstellen, dass die auch zusätzlich noch einen Anstoß dann gibt. Ja, sicher. Also das ist natürlich noch einmal ein Tourismus-Gag und wir arbeiten natürlich daran, dass wir da alles bis dahin, wie soll man sagen, Hochglanz bringen und dass alles in Ordnung ist bis dahin. Ja, da muss man sich unbedingt Aderglatt anschauen, weil das ist nämlich auch eine ganz schöne Ortschaft. Ja, eine kleine, aber feine, sage ich. Sage ich schon, danke. Danke sehr. Danke. Ja, wenn es ums Machfeld geht und ums Machfeldfest und um die Region, dann fällt René Lobner ein. Also die Initiative um die Region ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja, wir haben uns vor Jahren auf den Weg gemacht, um das Machfeld aufblühen zu lassen, haben uns dann für die Landesausstellung beworben, haben dankenswerterweise oder glücklicherweise auch den Zuschlag für die niederösterreichische Landesausstellung 2022 erhalten. Und seither ist natürlich ein enormer Aufschwung hier in der Region zu verspüren und bereits zum dritten Mal führen wir heuer hier in Wien, in der Bundeshauptstadt, unseren Machfeldtag durch, wo wir mit Kulinarik, mit Kunst und Kultur all das der Bevölkerung und den Gästen hier bieten wollen und zeigen wollen, was das Machfeld alles an schönen Seiten hat. Und das Wetter spielt heute wunderbar mit, da sind wir sehr, sehr glücklich. Und es ist so ein kleiner Baustein im gesamten Gefüge, dass wir die Region auch touristisch weiterentwickeln. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, also es hat ja bis vor einiger Zeit so ein bisschen einen Röschenschlaf gehabt, das Machfeld. Das ist ja jetzt schon bedeutend besser. Aber ich kann mir vorstellen, dass durch die Landesausstellung das wirklich noch mehr nach vorne geht. Na, zum einen muss man sagen, wir begehen ja heuer auch das 30-jährige Jubiläum zum Fall des Eisernen Vorhangs. Das war mit Sicherheit auch ein Stück weit der Grund, warum unsere Region, was die Entwicklung anbelangt, ein bisschen schaumgebremst war in den ersten Jahren. Das hat man überwunden. Wir haben tolle Kooperationen auch mit unseren slowakischen Nachbarn. Und jetzt geht es einfach vorwärts. Auch die Infrastrukturprojekte gedeihen wunderbar. Und jetzt gilt es im Zuge der Landesausstellung, die natürlich einen enormen Rückenwind auch gebracht hat, das Maximum für unsere Region herauszuholen. Wobei wir auch immer sagen, die Landesausstellung kann ja nur ein Zwischenziel sein. Wird uns sicher auch helfen, die Region besser zu vermarkten. Aber in Wahrheit machen wir uns jetzt schon Gedanken darüber, wie sich die Region in 10, 15, 20 Jahren und darüber hinaus entwickeln soll. Wir sind ja in einem sehr spannenden Umfeld zwischen Wien und Bratislava, eine sehr prosperierende Gegend. Das hat schon enormes Potenzial und da wollen wir unseren Platz finden, auch für die Gäste, die dann hoffentlich zukünftig gerne ins Machfeld kommen.
Ich glaube, da ist das Machfeld am besten Weg dorthin. Dann sage ich euch herzlichen Dank. Dankeschön. Die Bürgermeisterin von Groß-Enzersdorf da. Groß-Enzersdorf ist ja, da kann man sagen, das Tor zum Machfeld. Ja, stimmt. Wir bezeichnen uns als das Tor zum Machfeld. Und wenn jemand ins Machfeld hineinfährt, dann muss er durch unsere historische Stadtmauer durch und kann dann so richtig diese Weite des Machfelds dann betreten. Ja? Dieses Machfeldfest hat ja, glaube ich, eine wichtige Bedeutung. Ja, die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Region haben sich ja zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen gemeinsam das Machfeld eigentlich für die Öffentlichkeit bekannt machen. Und dieses Fest hier, dieser Machfeldtag, trägt natürlich wesentlich dazu bei, eigentlich die ganze Region für die Wienerinnen und Wiener und für alle, die vorbeikommen, bekannt zu machen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ja. Und es freut mich, dass der Wettergott auch mitspielt, weil nach den Regentagen der letzten ist ja das doch toll, dass die Sonne scheint. Ja, und das Groß-Enzersdorf hat ja eigentlich auch sehr viel zu bieten, wenn man schaut, kulturell und überhaupt im Allgemeinen. Ja, Groß-Enzersdorf hat kulturell viel zu bieten, mit den Katastralgemeinden ganz, ganz vielseitig. Wir haben die Stadt, die historische Stadt mit der Stadtmauer rundherum, mit sehr viel und einem sehr breiten Kunst- und Kulturleben. Der Nationalpark Donauauen direkt vor der Tür. Das heißt, wir sind natürlich auch eine Stadt, die man gerne anfährt und dann auch den Nachmittag in den Donauauen verbringt. Ja, wir haben sehr viel gute Kulinarik, die ich empfehlen kann. Und wir haben natürlich auch die Landwirtschaft und viele Abhofverkaufsbetriebe, wo man sagt, da kann man wirklich alles direkt vom Erzeuger bekommen. Und ist von Wien aus mit den Öffis sogar leicht zu erreichen. Genau, der 26a hat die Haltestelle in Groß-Enzersdorf. Das heißt, wir haben eine gute Anbindung und das freut uns ganz besonders und wir hoffen, dass das auch lange noch so erhalten bleibt. Ja. Sage ich schon danke. Ja, ich sage auch danke. Eine Machfelderin und wie es sich gehört beim Machfeldtag. Die Machfelder müssen brav gewesen sein, weil das Wetter ist ein Traum. Die Machfelder sind immer brav und deshalb hat das Wetter heute auch mitgespielt. Nein, im Ernst, es ist wirklich so viel Arbeit davor und so viel Arbeit heute und auch beim Wegräumen, dass es wirklich ein Geschenk ist, dass wir so schönes Wetter haben. Ist, glaube ich, auch ganz eine wichtige Sache, dass das Machfeld da präsentiert. Ganz eine wichtige Sache in der wunderschönen Bundeshauptstadt, mitten im wirklich wunderschönen historischen Wien, dass man sich so präsentieren kann auf so einer Plattform. Das ist eine großartige Idee, großartige Initiative und man kann eigentlich nur allen ein großes, herzliches Dankeschön sagen, die hier ausstellen und mit Hand anlegen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Landesausstellung, die jetzt naht, auch einen zusätzlichen Impuls für die Region bringt. Ganz eine wichtige Entscheidung des Landes, dass wir die Landesausstellung kriegen in der Region, weil wir durch das, dass wir jetzt, wir feiern ja dieser Tage oder gedenken dieser Tage 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs. Und diese Nachwirkungen haben wir natürlich nach wie vor in der Grenzregion. Umso erfreulicher ist der Zuschlag für die Landesausstellung. Sag ich schon, danke. Danke. Wir sind beim Stand der Firma Geier und das ist wirklich ein Erfolgsprojekt, eine Erfolgsfirma im Machfeld. Vielen Dank. Ja. Wir sind beim Machfeldtag jetzt schon das dritte Jahr dabei, waren von Anfang an mit dabei und haben eine Freude, dass sich die Veranstaltung so toll entwickelt. Darauf aufbauend haben wir jetzt ja dann auch noch mit ein paar Partnern im Machfeld die Machfelder Genusstour entwickelt, die nächstes Wochenende ist, wo wir uns dann freuen, wenn die Wiener auch zu uns ins Machfeld kommen. Was macht denn das so aus, dass so eine örtliche Bäckerei so einen Erfolg hat? Ja, ich glaube, wir verstehen uns miteinander recht gut, gell, die Übergabe. Ja, es ist ein Traditionsunternehmen, jetzt in vierter Generation. Und Fleiß, Ausdauer, Qualität, das macht es aus, dass man halt miteinander und von der letzten Generation auf die letzte Generation auch wieder gut gegangen ist und das ist einfach schön und wir machen da gerne mit bei den Machfeldtag, weil das ist eine Auszeichnung, ja, und das ist eine wunderschöne Sache, man zeigt das Machfeld her. Ja, und ich glaube, erkennt man ja überall im ganzen Machfeld. Ne? Ja, das Wichtigste ist für uns auch die Regionalität, also auch bei unseren Produkten, ja, wir beziehen ja 100% von unserem Getreide, also Getreide für unsere Mehle, aus dem Machfeld und aus dem Weinviertel und mittlerweile 80% unserer Rohstoffe für 50 Kilometer Umkreis. Also wir glauben halt, das ist das Wichtigste heute. Ja? Der Konsument will kurze Wege, wir wissen, wo die Rohstoffe für die Produkte und für die Brote herkommen und das ist halt unser Weg und das ist uns wichtig. Und dafür muss man in der Region mitmachen und mitleben und schauen, dass wir miteinander gut weiterkommen. Ja, und wenn man bei euch irgendwo in eins von den Geschäften einen Kaffee trinkt, das ist total gemütlich, habe ich das Gefühl. Na, das freut uns. Ja, Dankeschön. Nein, das ist auch gut. Und ich möchte ihn auch gut auf einen Kaffee einladen, bitte sehr. Ja. Auf jeden Fall. Danke. Ja, also
Klar, auf dem Machfeld-Fest findet man die ganzen Machfelder Bürgermeister. Ja, das ist klar. Und ich finde es auch wirklich schön, dass wirklich so viele Bürgermeister aus dem Machfeld da herkommen sind. Das sagt eigentlich den Zusammenhalt, den was wir jetzt wirklich in der Region geboren haben und jetzt auch wirklich leben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es dann zu... Eine sehr gute Frage. Wo gibt es in Machfeld eine Tierbrauerei? Die werden den Experten weiterleiten, die Frage. Geht. Warte eine Sekunde, der ist dort beschäftigt. Gut, geht. Okay. Ja, wenn man da schaut am Machfeldfest, ein Bürgermeister nach dem anderen aus der Machfeldregion. Ja, ich sage, das ist wirklich schön, dass so viele Bürgermeister jetzt aus unserer Region heute da hergekommen sind, zu dem traumhaften Wetter in Morchfeldtag, dass wir den gemeinsam als Region eigentlich feiern. Ich sage einmal, dieses Gemeinsame haben wir vor längerer Zeit geboren und die Richtung Landesausstellung ist, glaube ich, die richtige Richtung, wo wir gemeinsam an einen Strang ziehen und das auch in dieselbe Richtung und darüber hinaus eigentlich dann unsere Region auch entsprechend weiterbringen müssen. Ich glaube, das ist ein tolles Zeichen, dass wirklich so viele Gemeinden durch die Bürgermeister vertreten sind. Und ich glaube auch, das Machfeld hat ja zur Zeit langsam ein bisschen einen Röschenschlaf gehabt. Das ist ja jetzt schon wesentlich besser, aber ich glaube, das wird noch mehr durch die Landesausstellung werden. Davon bin ich eigentlich auch überzeugt. Ich sage einmal, man merkt schon, dieses die Ballungszentren von Bratislava und von Wien, dass da ein enormer Druck auch auf unsere Region herkommt. Ich sage, der Röntgenschlaf ist sicher schon vorüber und es ist sicher auch eine Herausforderung für die Gemeinde, dass wir unsere Region so erhalten, wie wir eigentlich stolz sind auf unsere Region. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und da sind wir eigentlich jede einzelne Gemeinde gefordert, dass wir eben auch da gemeinsam, dass wir gemeinsam eigentlich den richtigen Weg für die Region einschlagen. Ja, und das Morfeld ist ja wunderschön und die Leute, die einmal da waren, werden es auch merken. Ja, also ich glaube, genauso wie das ich sagen, da kann man eigentlich gar nicht mehr viel mehr drüber sagen. Genau das ist es. Ich sage einmal, es ist gut, dass wir, so wie heute in der Bundeshauptstadt sind, unsere Region präsentieren, unsere Region entsprechend weiterbringen. Und in Wahrheit auf unsere Region, aber auch für die Zukunft entsprechend mit Bedacht und mit Vorsicht aufpassen, dass unsere Region, dass es Morchfeld einfach so bleibt, wie es ist, ist Morchfeld. Danke. Das habe ich dann im Prinzip durchgezogen. Wie lange gibt es schon? Ich kann mich erinnern, ich war bei der Eröffnung, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Heuer haben wir Jubiläum. Das Storchenbräuch gibt es seit 15 Jahren. Und die Zeit vergeht, die Haare werden grau. Der Bauch wird größer, aber das Bier ist noch immer gleich gut geblieben. Wunderbar. Gibt es noch Fragen? In Didelaufurm, da am Morchfeldtag, na was sonst? Morchfeld und Didelaufurm ist untrennbar miteinander verbunden. Ja, das gehört dazu. Didelaufurm, Morchfeldtag und Wien ist auch sehr eng verbunden mit Hellerfritz, die Sandlerpassion, das Buch über Wien mit den 23 Bezirken vor Jahren in der Machlandpresse. Und Machlandpresse ist wieder in Morchfeld und damit geht der Bogen wieder zusammen. Also. Und man darf ja nicht nur immer glauben, dass die Leute zu einem ins Atelier kommen, man muss ja zu den Leuten gehen und damit fährt, was macht der Bauer vor den Stadt mit seiner Ware. Und das versuchen wir hier auch. Deine Bilder sind sehr stark aufs Machfeld. Ja, das hat sich ergeben, dass es das Machfeld ist. Ich mag die Ebene sehr gerne. Weil beim Malen diese Linie des Horizontes eine unheimliche Gestaltungsmöglichkeit zulässt. Bei so einer Bergszenerie, da ist schon alles da. Aber da kann man alles machen und da wird dann jeder Baum, jedes Dorf und jedes Schloss darinnen eigentlich die große Inszenierung. Also wenn man sich so umschaut, du wirst nicht müde, gell? Ja, ich bin zu vergesslich, dass ich müde werde. Hast du schon wieder was in Aussicht? Naja, es läuft ja derzeit die große Ausstellung in Schloss Niederweiden. Das Spiel mit der Farbe, die rennt so bis zu Leopoldi. Naja, und dann kommt jetzt eine Ausstellung in 14 Tagen im Dokumentationszentrum für zeitgenössische Kunst in St. Pölten. Ja, und. Na, wie gesagt, er wird nicht müde. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann dort noch mal dabei. Ja, genau. Okay, dann sage ich dir schon danke und viel gute Unterhaltung noch beim Fest. Jawohl, danke euch auch. Danke.